Willkommen auf meinem Kanal. Die heutige Geschichte stammt von einer 37-jährigen Frau, die im Alter von 10 Jahren bei einer Operation starb und von einem Engel in den Himmel begleitet wurde, wo sie Jesus begegnete, der ihr einen Auftrag gab, auf die Erde zurückzukehren. Kommen wir gleich zur heutigen Geschichte. Dieses Erlebnis ereignete sich, als ich 10 Jahre alt war, als ich in der Schule war und Schmerzen im Bauch verspürte und meine Mutter mir sagte, ich solle meiner Lehrerin den Tag freigeben und nach Hause gehen. Der Schmerz kam und ging so schnell, dass ich dachte, ich hätte vielleicht etwas Unreines gegessen. Ich ging nicht sofort nach dem Urlaub nach Hause, sondern blieb den ganzen Nachmittag weg, bevor ich nach Hause kam, und meine Mutter war sehr wütend und dachte, ich würde lügen, weil ich so normal aussah. Am nächsten Tag hatte ich immer noch Schmerzen im Bauch und meine Mutter dachte, ich würde wieder lügen. Sie hat mich trotzdem zur Schule geschickt. Am Morgen hatte ich hohes Fieber und musste mich übergeben. Die Lehrerin rief meine Mutter an, damit sie mich abholte. Meine Mutter war anfangs etwas ungläubig. Der Lehrer betonte den Ernst der Lage. Meine Mutter kam schnell zur Schule und war bereit, mich ins Krankenhaus zu bringen. Ich musste mich die ganze Zeit übergeben. Das Fieber wurde immer schlimmer und ich begann, Halluzinationen zu haben. Ich sah Dinge, die nicht sehr real waren. Ich wurde in den Operationssaal gebracht, wo der Anästhesist meinen Kopf nach unten hielt, mir eine schwarze Gummimaske über das Gesicht stülpte und mir sagte, ich solle tief durchatmen. Dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich aufwachte, brachte mir eine Krankenschwester Malbücher und Buntstifte. Sie sagte mir, es seien kleine Geschenke für die Patienten. Deine Blinddarmoperation war ein Erfolg und du bist ein tapferer Junge. Ich erzählte ihr von dem Engel, den ich während der Operation getroffen hatte, und gab ihr einige Details. Sie antwortete, dass es wahrscheinlich das Narkosemittel war, das sie halluzinieren ließ. Ich wusste, dass sie sich irrte, ich wusste, was ich durchgemacht hatte, die Erfahrung war so real. Schließlich entschied ich mich, zu schweigen. Der Arzt, der mich operiert hat, kam, um nach mir zu sehen. Er begann, sich vorzustellen, und ich unterbrach ihn, indem ich ihm sagte, ich habe sie schon einmal gesehen, ich kenne ihn bereits. Danken Sie ihm, dass er mich operiert hat. Er wies meine Aussage zurück, weil wir uns wirklich noch nicht begegnet waren und er den Operationssaal betreten hatte, nachdem ich die Narkose eingeatmet hatte. Ich erklärte auch, dass ich sein Gespräch mit der Krankenschwester gehört hatte. Ich gab ihm die Zeichnung, die ich angefertigt hatte. Das Bild zeigt einen Arzt und ein kleines Mädchen. Er leugnete die Angelegenheit erneut, woraufhin ich aufhörte zu argumentieren. Meine Mutter hat mich auch gelehrt, dass es unhöflich ist, mit Älteren zu streiten. Wenn meine Mutter erfahren hätte, dass ich das tue, hätte sie mich kritisiert. Wenig später verließ ich das Krankenhaus. An unserer Schule gab es eine besonders nette Nonne, die ich als etwas ganz Besonderes empfand, und ich verbrachte gerne Zeit mit ihr. Nach der Schule ging ich zum Haus der Nonne, um Kekse zu essen und mit ihr zu reden. Sie sagte mir, dass ich etwas ganz Besonderes sei.
Ich erzählte ihr von meinem Erlebnis im Operationssaal, und ich erinnere mich nur daran, dass ich in der Luft schwebte und dann ein reines Licht sah, das so schön war. Ein Engel tauchte aus dem Licht auf. Ich bezeichne dieses Wesen jetzt als einen Engel, sie hatte langes helles Haar und trug ein weiches weißes Gewand. Sie legte ihre Hand hinter mich, berührte mich aber nicht. Ich hatte das Gefühl, als würde sie mich zu etwas führen. Wir konnten kommunizieren, ohne sprechen zu müssen, und wir wussten beide genau, was der andere dachte. Hier muss man sich nicht schämen, seine Gedanken kundzutun, denn hier gibt es nichts Böses. Das hat mich seinerzeit überrascht. Sie sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Hier sei es sicher und alles würde gut werden. Eigentlich hatte ich hier überhaupt keine Angst, ich war nur ein bisschen nervös. Ich konnte ihre Freundlichkeit spüren. Sie sagte, ich muss an einen besonderen Ort gebracht werden, wo wir zusammen in der Luft schweben. Das hat mich sehr fasziniert. Ich bin sicher, dass viele Kinder, so wie ich, davon träumen, wie ein Vogel zu fliegen. Ich war so aufgeregt. Wir schwebten an einen Ort, der von Blumen in allen Farben erleuchtet war. Einige der Farben hatte ich noch nie gesehen. Unsere Worte konnten es nicht richtig beschreiben, und die Blumen kamen in vielen verschiedenen Formen. Es fühlte sich an, als ob alle Blumen hier lebendig wären. Sie glühten vor Licht. Ich sah auch einen kleinen Bach mit einer kleinen Brücke darüber. Es sah so friedlich aus. Wir sind über die Brücke gegangen. Ich bemerkte ein weiteres Licht in der Ferne. Es war so hell. Es kam langsam auf uns zu. Das Licht war so interessant, dass ich es, egal wie nah es war, direkt anschauen konnte und lange Zeit nicht einmal blinzeln musste. Sein Licht hat meine Augen nicht verletzt. Ein weiteres Detail, das mir auffiel, war, dass es in diesem Raum weder Schatten noch Dunkelheit gab. Das Licht kommt immer näher, und ich spüre eine starke Liebe. Meine Mutter war ziemlich grob und schien mich nicht besonders zu mögen, deshalb habe ich ihre Liebe nie gespürt. Mein Vater hat mich sehr geliebt. Meine Lehrer haben mich auch geliebt. Sie zeigten oft ihre Liebe und Fürsorge für mich. Aber keiner von ihnen hat mich so sehr geliebt wie sie jetzt. Das Licht kam zu mir. Dann schob mich der Engel vorwärts. Ich sah zu ihr auf und wollte, dass sie bei mir ist. Sie sagte mir, du musst allein vorwärts gehen und ein mutiges Kind sein. Ich ging also nach vorne und wollte gerade auf sie zugehen, um sie zu begrüßen, als ein Bild erschien. Es hat nur ein paar Mal geflackert. Es dauerte nur ein paar Sekunden und zeigte einen Mann, den ich für Jesus hielt, obwohl er anders aussah als der Jesus, den ich kannte, weil er erwachsen geworden war. Als ich schlief, spielte ich mit einem kleinen Jungen in meinem Alter, der behauptete, Jesus zu sein. Jetzt sah ich einen erwachsenen Mann, aber ich dachte, er sollte auch Jesus sein. Er hielt mir die Hände hin und sagte, komm näher, Kleines, hier ist es sicher, hab keine Angst. Ich begann zu weinen, eine Liebe, die ich vor diesem Moment noch nie in meinem Leben gespürt hatte. Ich flehte ihn an, mich nach Hause zu bringen. Und nicht zurück in meine Heimat auf der Erde.
Ich war auch verwirrt darüber, warum ich solche Dinge gesagt hatte. Warum ich dachte, dies sei mein wahres Zuhause. Er hat mich beruhigt. Er sagte mir, du kannst noch nicht mit ihm gehen, denn ich muss noch eine wichtige Aufgabe erledigen. Man muss alle Menschen lieben, egal was sie tun. Sie werden vieles tun, um dich zu verletzen, aber du musst ihnen verzeihen und sie lieben. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Sind Sie sicher, dass Sie es schaffen können? Ich willigte eifrig ein, aber es war klar, dass die Aufgabe schwieriger war, als ich dachte. In diesem Moment erinnerte er mich daran, dass ich jetzt zurückkehren müsse. Und um mich daran zu erinnern, dass er bei mir war. Ich fragte ihn, bringst du mich danach nach Hause? Werden Sie mich abholen, nachdem ich die Arbeit für Sie erledigt habe? Ich erhielt eine positive Antwort. So sehr ich auch hier bleiben wollte. Aber jetzt muss ich zurückgehen und alle um mich herum lieben. Er erinnerte mich daran, dass die Menschen, die ich liebte, schreckliche Dinge tun konnten, die mir großen Schmerz zufügten, aber ich konnte sie nicht hassen oder etwas tun, um sie zu verletzen, ich musste mich entscheiden, sie zu akzeptieren und zu vergeben. Ich werde diesen Tag nie vergessen. All dies wird für immer in meiner Erinnerung bleiben. Ich kann es kaum erwarten, allen zu erzählen, dass ich Engel und Gott gesehen habe. Meine Mutter sagte mir, ich würde lügen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also behielt ich alles für mich, bis ich es den Nonnen erzählte. Ihre Reaktion war ermutigend und erfreulich. Sie sagte mir, ich muss in den Augen Gottes etwas ganz Besonderes sein, damit er die Engel zu mir kommen lässt. Gott liebte mich so sehr, dass ich mich erinnere, dass er mich mehr als einmal Kleine nannte. Er umarmte mich fest, obwohl ich weder Arme noch einen Körper sehen konnte. Ich spürte Wärme und Liebe. Er versicherte mir, dass er mich abholen würde. Er wusste sogar, dass niemand ein Wort von dem glauben würde, was ich sagte. Ich hatte das große Glück, diese Erfahrung zu machen. Dort habe ich die herzlichsten Umarmungen und die reinste Liebe gespürt. Ich habe die Aufgabe, die Gott mir gestellt hat, nicht vergessen. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber ich werde versuchen, sie zu erfüllen. Ich weiß, dass ich ihn eines Tages wiedersehen und für immer bei ihm sein werde.